Ein jeder Mensch hat von der Schöpfung die Möglichkeit erhalten, sich hier auf Erden als Mensch erfahren zu dürfen. Noch dazu auf einer genial beschaffenen Erde, die uns alles, aber komplett alles gibt, damit ein jeder glücklich und zufrieden und in Fülle leben kann. Wir hätten ja auch als Wurm, Nacktschnecke oder Ameise auf diese Erde kommen können. Dazu sind wir Menschen von der Schöpfung auch mit einem genial geschaffenen Körper ausgestattet worden, mit dem wir uns bewegen können, gehen, laufen, tanzen, springen, mit Armen und Händen, um Dinge erschaffen zu können und um Dinge erbauen zu können, mit einem Gehirn zum Denken, zum Überlegen, mit Bewusstheit, damit wir bewusst denken und bewusst überlegen können. Und wir sind von der Schöpfung mit der grandiosen Fähigkeit ausgestattet, dass wir durch unser Denken Dinge geschehen lassen können. Mit einem freien Willen, aufgrund dessen wir denken können, was wir denken wollen und dass uns niemand, absolut niemand, unsere Gedanken vorschreiben oder verbieten kann. Niemand. Jeder kann das denken, was er denken möchte und das, was wir denken wird. Und das ist Freiheit pur, das ist Freiheit in Reinkultur und das ist auch die wahre Liebe Gottes. Er gibt uns diese Freiheit und er gibt uns all diese Dinge, jedem einzelnen Menschen hier auf dieser Welt. Selbst Gott sagt uns nicht, was wir zu denken haben, was wir denken sollen und was wir nicht denken sollen, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Er überlässt uns, einem jeden einzelnen von uns, aufgrund des freien Willens, die freie Entscheidung, zu jeder Zeit das zu denken, was wir denken wollen und das zu tun, was wir tun wollen und dass wir Dinge durch unser Denken erschaffen können. So sehr liebt er uns und so sehr vertraut er uns. Und das ist die wahre Liebe Gottes, die er seiner gesamten Schöpfung und uns zuteil werden lässt. Seine Liebe, die über allem und jedem steht und die er uns schon immer gegeben hat und uns immer geben wird. Und das ganz Schöne daran ist, wenn wir in diese Liebe Gottes kommen und wenn wir diese Liebe für uns anwenden und wenn wir diese Liebe für alle anderen anwenden und wir diese Liebe einer Armee von Kriegern und Soldaten entgegenstrahlen würden, dann würden wir aus einem Heer von Kriegern und Soldaten, von Gewalttätigen, den Ausbeutern von Mensch, Tier und Natur, aus dieser gewalttätigen und tötenden Armee ein Heer von Liebenden machen und gleichzeitig die Machenschaften der großen Konzerne, die Korruption, die Gewalt, die Aggression, den Hass, den Hochmut, die Arroganz, die Kriege weltweit auflösen. Alles und jeden zu lieben macht sie auch unverwundbar und unverletzbar. Niemand kann ihnen dann mehr etwas antun, niemand. Denn wer soll ihnen dann noch wirklich etwas Negatives oder Schlechtes antun wollen bzw. antun können, wenn sie nur lieben? Das geht gar nicht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Niemand kann ihnen dann mehr etwas antun und niemand wird ihnen dann mehr etwas antun. Alles und jeden zu lieben macht sie auch frei, vollkommen frei und das in allen Bereichen ihres Lebens. Und sie und ihre Familie werden dann von der Schöpfung auch alles bekommen, was sie haben möchten. Alles und jeden zu lieben hat aber noch viel weitere Auswirkungen, nämlich, dass wir dadurch auch vollkommen neue und noch nie dagewesene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Systeme finden, neue, friedliche und wesentlich ergiebigere Wege des Denkens, Handelns, des Zusammenlebens und des Seins für uns alle zusammen, für einen jeden Einzelnen selbst. Wir hätten dann hier wirklich auch das Paradies auf Erden erschaffen und das erst nicht in einem Jahr oder in 10 Jahren, sondern sofort, jetzt sofort, von einer Sekunde auf die andere. Denn wir können uns ja aufgrund unseres freien Willens auch von einer Sekunde auf die andere anders ausrichten, alles und jeden zu lieben für eine heile und gesunde Welt. Abschließend ein kurzer Nachgedanke. Dieser zeigt uns, wie sehr sich die Menschheit schon seit vielen Tausenden von Jahren verirrt hat. Bitte überlegen Sie einmal, wenn die Menschheit all ihre Kräfte und Energien seit zigtausenden von Jahren nicht mit kleinen menschlichen, egoistischen und leid- und schmerzbringenden persönlichen Begehrlichkeiten und persönlichen Bedürftigkeiten verwendet hätte, wie zum Beispiel zur Entdeckung und Eroberung von anderen Ländern und Kulturen, deren Missionierungen, Versklavungen, Ermordungen, den Kreuzzügen, dem 30-jährigen Krieg, dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg, Napoleonskriegen, Alexander des angeblich Großen, den Dom und Palastbau,
Bauten im alten Rom, in Griechenland, in Opferungen von Menschen und Tieren bei den Mayas, Inkas und Azteken, den Pyramiden, dem zur Sonne fliegen wollen, zum Mond, ins Weltall, Technik, Digitalisierung. Also, wenn die Menschen ihre Kraft und Energie nicht für diese kleinen menschlichen, egoistischen und leid- und schmerzbringenden Begehrlichkeiten verwendet hätten, sondern für die menschliche Weiterentwicklung, alles und jeden zu lieben, dann hätten wir schon seit zigtausenden von Jahren den viel begehrten Weltfrieden und das Paradies. In diesem Sinne, es ist Zeit für eine menschliche Weiterentwicklung. Herzlichst und alle Liebe dieser Welt, ihr, euer Gerhard Huber.